Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich mal einer Frage auf den Grund gehen, die ich in letzter Zeit echt häufig gestellt bekommen habe, nämlich immer wieder unter meinen Instagram-Fotos. Wie kriege ich meine Fotos eigentlich so knackscharf? Ja, dieser Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Und da gibt es mehrere Methoden, mehrere Möglichkeiten und die zeige ich dir heute alle in diesem Video. Viel Spaß! Wie kriege ich meine Fotos so knackscharf, wie sie eigentlich immer sind? Da gibt es, wie gesagt, mehrere Methoden. Methode Nummer 1 ist Focus Stacking. Dazu habe ich schon mal ein komplettes Video gemacht, wie du das dann auch in Photoshop zu Ende bringst. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass du deine Kamera auf ein Stativ packst und dann den Fokus immer ein bisschen weiter verschiebst. Das ist immer dann wichtig, wenn du verschiedene Elemente hast, die weiter weg sind und vielleicht auch Elemente, die sehr weit im Vordergrund sind und einfach eine einzelne Belichtung nicht mehr ausreichen würde. Ich habe jetzt hier in Lightroom mal ein Bild offen, wo ich Focus Stacking angewendet habe. Das ist ein Bild aus Patagonien und wenn ich eine einzelne Belichtung gemacht hätte, dann wäre da gar nicht alles scharf gewesen. Und deswegen braucht man da einfach dann Focus Stacking, wo man mehrere Bilder fotografiert und die kann man dann später in Photoshop übereinander legen. Das Video, was ich dazu gemacht habe, verlinke ich dir auch hier oben nochmal in der Infobox. Methode Nummer 2, beziehungsweise es ist eigentlich keine Methode, sondern es ist eigentlich einfach nur ein Fakt, dass ich immer meistens zumindest sehr weitwinklig fotografiere. Ich habe jetzt hier meine Nikon D850 mit meinem geliebten 14 bis 24 mm Objektiv drauf. Ich muss dazu sagen, dieses Objektiv ist eigentlich schon relativ alt. Und man merkt es auch, dass gerade an den Rändern man nicht mehr diese Abbildungsqualität hat, wie vielleicht in der Mitte. Da ist es wirklich sehr, sehr scharf, aber am Rand ist es bei weitem nicht mehr so scharf. Und da gibt es inzwischen auch bessere Objektive, die eine Abbildungsqualität wirklich über das gesamte Bild haben, die auch wirklich in den Rändern scharf sind. Aber es ist trotzdem noch wirklich ein sehr, sehr schönes Objektiv, was ich sehr, sehr gerne verwende. Ich habe die Weitwinkligkeit schon angesprochen. Je weitwinkliger man fotografiert, umso größer ist auch das Feld, was scharf ist. Also selbst wenn ich dann offenblendiger fotografiere, habe ich ein größeres Feld im Foto, was dann scharf abgebildet wird. Und je weiter ich die Blende dann natürlich auch noch schließe, umso mehr wird dann auch noch scharf. Auch zum Thema Brennweiten und Objektive habe ich schon mal ein Video gemacht. Auch das werde ich dir jetzt hier auch nochmal oben verlinken. Das kannst du dir auch nochmal genauer anschauen. Da gehe ich ein bisschen tiefer noch in dieses Thema ein. Und da wirst du auch noch einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wann man welche Brennweite zum Beispiel verwenden sollte. Und wenn wir schon von Abbildungsqualität sprechen, dann müssen wir natürlich auch von dem sogenannten Sweet Spot eines Objektives sprechen. Das ist immer dann so die optimale Blende, wo die Abbildungsqualität am besten ist. Und jetzt würde man ja denken, naja, wenn ich die Blende immer weiter schließe, dann müsste das Foto ja immer schärfer werden. Das ist nicht ganz so. Irgendwann überschreitet man den sogenannten Sweet Spot und dann fängt das Objektiv wieder an Abbildungsleistung zu verlieren. Bei dem Objektiv jetzt hier ist es zum Beispiel zwischen Blende 8 und Blende 11, wo man eigentlich so die beste Abbildungsqualität hat. Alles, was darüber hinausgeht, wenn ich jetzt auf Blende 16 zum Beispiel gehe oder Blende 22, da wird die Abbildungsleistung schon wieder schlechter und das ganze Bild wird auch entsprechend wieder ein bisschen unschärfer. Und deswegen habe ich hier eigentlich auch immer in der Landschaftsfotografie so eine Blende 8, manchmal Blende 11, aber meistens eigentlich Blende 8, denn da habe ich meine persönliche beste Abbildungsqualität mit diesem Objektiv. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass insgesamt ein Objektiv wesentlich wichtiger ist in der Abbildungsleistung als eine Kamera. Das heißt, wenn du jetzt vor der Frage stehst, naja, kaufe ich mir jetzt eine neue Kamera oder ein neues Objektiv, um schärfere Fotos zu bekommen, kauf dir ein neues Objektiv. Objektive sind wesentlich wichtiger und vor allem halten sie auch wesentlich länger als Kameras. Kameras sind so ein, ja, je nachdem wie viel du fotografierst, ersetzt du deine Kameras vielleicht alle 2 Jahre, alle 4 Jahre, alle 6 Jahre. Aber in einem bestimmten Tonus machst du das halt. Objektive kann man eigentlich sein Leben lang behalten. Und die sind auch wesentlich ausschlaggebender dafür, wie deine Abbildungsqualität am Ende aussieht. Und natürlich geht es auch noch in die Bildbearbeitung. Ich möchte dir auch in Lightroom noch zeigen, wie du deine Bilder noch schärfer bekommst, beziehungsweise visuell einfach noch ein bisschen nachschärfen kannst. Und deswegen setzen wir uns jetzt mal an den Rechner und kümmern uns noch ein bisschen um das Nachschärfen in Lightroom. Schauen wir uns dieses Bild mal in Lightroom genauer an. Das habe ich hier aufgenommen
in Island an dem Diamond Beach. Und du kannst jetzt hier an den Aufnahmedaten schon mal sehen, ich habe das mit 14 mm aufgenommen, also sehr, sehr weitwinklig und einer Blende 16. Die Blende 16 habe ich damals genommen, einfach um ein bisschen längere Verschlusszeit noch zu haben. Ich habe hier nicht mit Filtern gearbeitet, was sich vielleicht im Nachhinein auch als Fehler herausgestellt hat, weil der Himmel ist hier ein bisschen ausgebrannt, den kriege ich leider nicht ganz zurück. Aber ich wollte gar nicht unbedingt, dass durch eine Blende 16 jetzt alles noch schärfer ist, weil, wie wir schon gelernt haben, eine Blende 16, da wird alles schon eher wieder ein bisschen unschärfer. Also die Abbildungsqualität leidet einfach so ein bisschen darunter. Und ich kann dir ganz genau sagen, bei meinem Objektiv ist Blende 8 einfach am schärfsten. Also da hat man die beste Abbildungsqualität. Und deswegen nutze ich eigentlich auch immer Blende 8 oder vielleicht auch mal Blende 11. Ja, also alles zwischen Blende 8 und Blende 11 ist eigentlich für mich so die beste Abbildungsqualität. Und dementsprechend hat man da ja sowieso dann auch das beste Ergebnis. Dadurch, dass wir jetzt diese Kombination haben aus Weitwinkligkeit und einer geschlossenen Blende, ist sowieso alles schon relativ scharf. Also wenn ich jetzt hier mal nach vorne reinzoome, dann sieht man hier auch schon in diesem Eisblock, dass der wirklich schön scharf abgebildet ist. Und genauso selbst hier hinten haben wir eigentlich noch ziemlich viel Schärfe im Bild drin. Ja, hier der Wellengang, das sieht auch alles noch recht gut aus. Auch hier hinten der Eisblock, der sieht noch recht gut aus. Von daher, das passt soweit alles. Aber natürlich möchte ich trotzdem dir zeigen, wie man jetzt in Lightroom das Ganze noch ein bisschen schärfer bekommt. Das erste und wahrscheinlich auch, denke ich mal, das, worauf man am meisten kommt am Anfang, ist die Detailspalette. Hier haben wir den Punkt Schärfen und insgesamt 4 Regler, mit denen wir ein Bild dann nochmal in der Schärfe nachbearbeiten können. Der Betrag ist eigentlich der Regler, der alles erstmal soweit regelt. Ich zoome jetzt hier mal auf 100% ran, damit man das ein bisschen besser beurteilen kann. Und wenn ich jetzt hier mal den Betrag nach oben stelle, dann siehst du auch, wie jetzt hier wirklich diese kleinen, feinen Mikrokontraste nochmal verstärkt werden. Denn das ist im Endeffekt das, was hier die Schärfe ausmacht. Also wenn man das digital nachschärft, dann wird im Endeffekt nichts anderes gemacht, als an den kleinen Kanten Kontrast aufzubauen. Und das spiegelt dann so ein bisschen diese Schärfe wieder. Also das simuliert so ein bisschen diese Schärfe. Und genau das macht hier auch dieser Reglerbetrag. Ja, soweit ich den nach oben treibe, umso mehr hat man diese Mikrokontraste hier an den Kanten. Das Ganze kann ich jetzt noch verstärken, beziehungsweise abschwächen, diesen Effekt, mit dem Reglerradius. Dieser Reglerradius, der macht diese Kanten entweder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Und wenn ich jetzt hierbei mal die Optionstaste drücke oder die Alt-Taste, dann siehst du auch, was hier passiert. Dann werden diese Kanten entweder deutlicher oder auch, ja, kleiner. Wenn ich den Radius jetzt mal auf 3 Pixel stelle, dann siehst du, wie stark jetzt hier eigentlich an den Kanten dieser Kontrast entsteht. Du siehst auf der einen Seite immer so einen schwarzen Balken und auf der anderen Seite einen weißen Balken an dieser Kante. Und das ist im Endeffekt der Kontrast. Und wenn ich den Radius jetzt hier auf 3 Pixel stelle, dann siehst du auch, dass hier wirklich 3 Pixel jeweils dann an diesem Rand dann wirklich diesen Kontrast bekommen. Und je weiter runter ich diesen Radius regle, na, standardmäßig steht der bei 1 Pixel, umso feiner wird diese Schärfe. Und das Ganze sieht auch ein bisschen natürlicher aus. Ich kann ihn sogar hier noch weiter nach unten drehen. Dann wird diese Schärfe noch feiner. Ich denke mal, hier bei dem Bild kann man das bei ungefähr 1 Pixel Radius lassen. Vielleicht so auf 0,9 ungefähr. Ja, und dann hat man hier eine gute Schärfe drin. Und dafür stelle ich den Betrag dann mal so auf 100 ungefähr. Dann habe ich einen Regler, der heißt Details. Und mit dem Details-Regler, auch hier drücke ich jetzt mal wieder die Alt- oder beziehungsweise Optionstaste dabei, siehst du auch, dass man jetzt innerhalb dieser Schärfe hier nochmal mehr Details herausholen kann. Also gerade auf diesem Eisblock sieht man jetzt ganz gut, wenn ich jetzt hier mal die Details wirklich auf 100% stelle, dass man jetzt hier noch mehr, ja, diese Schärfe reinbekommt, also noch mehr von kleinen Details hier bekommt, wie der Name schon sagt. Das wird jetzt hier natürlich auch auf das Wasser so ein bisschen projiziert. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und gerade jetzt hier auch auf den Himmel, da hat man jetzt überall diese Schärfe mit drin. Und deswegen gibt es auch hier den letzten Regler, der nennt sich Maskieren. Und mit diesem Regler kann ich das Ganze jetzt hier wieder ausmaskieren, wie der Name schon sagt. Und jetzt erinnere dich mal daran, alles, was schwarz ist in einer Maske, wird nicht angezeigt. Alles, was weiß ist, wird angezeigt. Bedeutet, je weiter ich diesen Regler jetzt hier nach oben drehe, umso weniger wird von dem Bild geschärft. Ja, also jetzt hier zum Beispiel nehme ich den kompletten Himmel mal raus, viel von dem Wasser. Und so habe ich jetzt eigentlich nur noch diese Eisklötze hier wirklich, die komplett geschärft werden. Die Details nehme ich jetzt auch mal wieder ein Stück zurück. Die packe ich mal so auf ungefähr 50. Und dann habe ich hier eine sehr schöne Schärfe drin. Das ist jetzt mal so der Weg, den man normalerweise gehen würde, wenn man in Lightroom schärft. Ich möchte dir aber noch eine Kleinigkeit zeigen, wie man noch mehr Schärfe in das Bild bekommen kann.
Und dafür nehme ich mir jetzt hier mal einen Pinsel. Und in diesem Pinsel, da werde ich jetzt erstmal alles resetten hier, alles auf Zurücksetzen stellen. Und jetzt erinnere dich nochmal daran, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich dass Mikrokontraste im Endeffekt das sind, was die Schärfe simuliert in einem digitalen Foto. Und Mikrokontraste, da denkt man nochmal schnell an Klarheit. Denn dieser Klarheitsregler, der verstärkt die Mikrokontraste relativ stark. Und ich werde ihn jetzt einfach mal ganz provokant hier auf 100 stellen und jetzt mal hier mit einer Pinselspitze einfach über diesen Eisklotz hier nochmal so ein bisschen drüber malen. Dann siehst du, dass hier die Kontraste sehr doll nochmal verstärkt werden. Das ist jetzt natürlich viel zu doll, aber du musst auch feststellen, dass das Ganze jetzt dadurch nochmal deutlich schärfer aussieht. Das kann ich jetzt noch sogar ein bisschen verstärken hier mit dem Strukturregler. Auch den kann ich noch ein bisschen nach oben bringen. Und guck dir mal an, wie scharf das Ganze jetzt aussieht. Ja, das ist jetzt natürlich völlig übertrieben, also viel zu doll. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier auch mal wieder ein Stück zurück. Aber so 30-40% und zack, schon sieht das Ganze noch ein bisschen schärfer aus. Und genau das Gleiche mache ich jetzt hier auch mal auf dem Eisklotz noch. Und vielleicht sogar hier in kleinerer Variante auf dem Eisklotz jetzt hier ganz hinten. Also du kannst auch selektiv hier nochmal Schärfe reinbringen. Es gibt übrigens auch hier selektiv nochmal einen Schärferegler, wobei ich den eigentlich relativ selten nutze. Wenn ich mit dem Pinsel arbeite und wirklich selektiv nochmal Schärfe in das Bild bringen möchte, dann nutze ich eigentlich hier immer eher Struktur und auch Klarheit vor allem. Und jetzt guck dir mal an, wie scharf das jetzt auf einmal aussieht. Ja, also machen wir mal Vorher-Nachher-Vergleich. Das hat schon deutlich nochmal gewonnen, das Bild, durch diesen Filter gerade eben. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und du kannst natürlich auch in meinem Online-Store dir Lightroom-Kurse besorgen. Die gibt's aktuell mit 15% Rabatt, weil wir in dieser schweren Zeit sind, habe ich gesagt. Lass uns doch 15% Rabatt auf den gesamten Online-Store geben, damit alle sich ein bisschen die Zeit vertreiben können. Vielleicht mit Bildbearbeitungs-Videotrainings oder Foto-Videotrainings. Und ich möchte meinen Beitrag dazu auch leisten. Von daher hoffe ich, dass du da vielleicht auch Interesse und Gefallen dran hast und kannst einfach mal vorbeischauen. 15% Rabatt, den Rabattcode blende ich dir hier unten auch nochmal ein. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin viel Gesundheit, bleib stark und folg mir auch auf Instagram. Stefan Schäfer 90 heiße ich da. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.